Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Farmarama Crew. Heute zum Event-Fazit zum Das Lux Refugium. Ja, es endet heute noch nicht, sondern erst morgen, aber ich habe das Event-Fazit jetzt schon aufgenommen, dass ihr es rechtzeitig seht. Ja, es ist ein Event gewesen, wo man dieses Mal Pflanzen hatte, nämlich einmal die Brennnessel, die nach dem Event im Spiel bleibt. Das hatten wir früher öfters der Fall, das hatten wir jetzt schon mindestens 2 Jahre nicht mehr. Und außerdem gab es noch ein Drop-Item und daraus musste man dann ein Futter produzieren, nämlich das Luchsfutter, nämlich Fischkekse und Brennnessel. Und dann hat man die füttern können Luchsstelle, den man dann auch während dem Event bekommen hat, und der bleibt dann nach dem Spiel auch im Spiel, genauso die Produktionsstätte, die Naschwerk. Ja, zuerst musste man Luchsstelle hier abgeben. Auf jeden Fall habe ich die jetzt mal rausgetun wegen dem Design. Finde ich auf jeden Fall richtig geil, Design beide. Das Naschwerk ist nicht so ganz so toll, aber das Luchsstall, der ist richtig geil. Ja, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr diesen Stall findet. Ich finde ihn auf jeden Fall gut gelungen und ich finde es cool, dass der im Spiel bleibt. Ja, hier sehen wir nochmal, was man machen musste. Hier musste man Brennnessel abgeben nur. Dort hat man Luchsstalle Upgrades bekommen und schon das erste Item. Dann in der zweiten Aufgabe hat man dann Luchse abgeben müssen, hat man dann Superfutter bekommen, Rätselstall Kupfer und ein Item und Farmtaler und nochmal Upgrade und Naschwerke. Ja, dritte Stufe musste man dann Pfoten abgeben, die man vom Naschwerk bekommt. Hier hat man Fingerstrauß bekommen, Partytickets, EP, Rätselsteig rum und dann nochmal ein Item und nochmal Farmtaler. Und zu guter Letzt dann die letzte Reihe. Lux musste man abgeben, hat man Superdünger bekommen, Luchsstall Orange, Bananen und am Ende nochmal ein Naschwerk in Gelb. Und die Wolkenreihe, die wir uns gleich anschauen werden. Zuerst schauen wir uns erstmal den Sticker an, den ich nicht ganz so toll finde. Auf jeden Fall ist er gut gelungen, aber finde ich jetzt nicht so besonders. Aber es ist ein Luchsstall droben. Dann schauen wir uns noch die Wohnranke an. Das ist nämlich diese hier, das Lux Refugium. Er erhält einen Bonus von 22.000 EP, 2.000 Tropen-EP und eine Verbrauchsgüterbox 2. Dort kann Superdünger drin sein, Superfutter, Party-Tee und so weiter. Auf jeden Fall richtig gute Ranke. Das erste Item ist Pfoten-Bobs für alle. Verluxt. Und der listige Lux, auf jeden Fall alle 3 Items sehr gut gelungen, passt zur Winterzeit, Januar, und die Tiere passen irgendwie auch richtig gut dazu. Ja, viel zu erzählen gibt es bei diesem Event eh nicht. Dann würde ich sagen, starten wir gleich mal rein in die Bewertung von diesem Event. Den Event-Aufgau gebe ich 6 Punkte. Am Anfang habe ich gedacht, das wird ein richtig, richtig geiles Event, aber irgendwie ist es richtig langweilig gewesen. Ich fand es jetzt nicht wirklich toll. Es war ein bisschen nervig immer mit den Stellen auch ein bisschen, ja. Es war eine gute Idee, aber auf jeden Fall. Aber wirklich nochmal haben muss ich das jetzt nicht nochmal. Eventpflanzen gebe ich ebenfalls 6 Punkte. Hat mir jetzt nicht so wirklich gefallen, aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass im Spiel bleibt. Den Luchsstall und der Produktionsstätte gebe ich dagegen 9 Punkte. Die haben mir echt gut gefallen. Finde es cool, dass sie im Spiel bleibt. Habe ich ja vorhin schon erwähnt. Der Wertsticker gebe ich 7 Punkte, hat alles drum, aber reißt mich jetzt nicht wirklich vom Hocker. Die Items dagegen schon. Pfoten für alle gebe ich 9 Punkte. Für Lux gebe ich ebenfalls 9 Punkte. Listiger Lux 9 Punkte. Der Wolkenreihe gebe ich ebenfalls 9 Punkte. Und Nebenpreise, ja, das waren auch nicht ganz gute dabei, gebe ich 7 Punkte. Hätte vielleicht ein bisschen mehr Superfutter, Superdünger sein können. Aber sei es drum, neue Rätselstelle immer gut. Ja, dort wird dann irgendwann eine Ausbeute kommen, wenn wir uns wieder einige angespart hat. Könnt ihr auf jeden Fall euch wieder drauf freuen. Dann kommen wir auf eine Gesamtpunktzahl von 71 Punkten von möglichen 90 Punkten. Und das ist dann noch klar und deutlich ein Zweier. Ja, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr dieses Event fandet. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao.